Jede Menge hier. Und das sind die 40 Liter. Würde so aussehen. Davon müssen wir einige mitnehmen. Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Die machen sich da hinten fertig, denn wir wollen tatsächlich noch zu Action. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Also ihr wisst ja, warum wir hinfahren, ne? Also gestern habe ich euch im Video erwähnt, dass wir solche durchsichtigen Boxen kaufen möchten. Und zwar, jetzt muss ich kurz überlegen, 40 Liter für 5,49 Euro oder sowas. Irgendwie was mit 5 Euro. Kosmetiktücher, die Box, eine Nähnadel brauche ich auf jeden Fall. Dann, ich hatte da einen Elefant gesehen. Ich war heute überlegen, ob ich den vielleicht kaufe für meine Mama. Den hätte ich ja schon fast letztes Mal gekauft. Vielleicht kaufe ich ihn ja heute, mal gucken. Und Kosmetiktücher. Mal gucken, was wir noch alles so finden. Hoffentlich vergesse ich die Sachen nicht. Seid ihr bereit? Achso, und Milch müssen wir noch dringend holen. Der will unbedingt Milch. Wir haben gar keine Milch mehr da. Und der Johnny wollte unbedingt Müsli essen. Oder Kellogg's. Und wir haben keine... Was denn? Das da oben ist. Ach so, stimmt. Kakao war's. Bin und ganz... Melina wollte auch. Ach so, Kakao, stimmt. Die wollen Kakao trinken. So. Ich dachte irgendwie, du wolltest Kellogg's haben. Nee, Kakao. So, deswegen brauchen wir Milch. Wir haben keine Milch da. Die ist uns alle gegangen. Gibt es beim Action natürlich nicht. Das holen wir dann anschließend woanders. Dann kommt. Schuhe habt ihr an. Ja, könnt ihr ja noch. Die haben gebastelt. Das ist von Luisas Milch. Von Luisas Milchpackung. Die haben wir dann einfach gedreht. Stehst du aufgemacht komplett? Andersrum gedreht und haben die da drauf gemalt. Oh, da drunter geht nichts. Was denn du da? Da drunter kann man doch auch malen. Ich meine, nur da, wo. Ich war das nicht. Hier drauf kann man schlecht malen, aber sonst. So, dann komm, zieh noch eine Strickjacke an, es ist ein bisschen kühl. Du lachst? Luisa lacht. Ich hole gerade hier eine neue Maske. Heute mal weiß, ich habe weiß, blau und rosa. Und noch so ein kräftigeres rosa und pink. Tasche nehme ich mit von Action. Das ist jetzt hier diese Sommer Edition. Ich werde mir die von Herbst auch nicht kaufen. Ich freue mich dann immer, wenn eine neue jeden Sommer rauskommt. Die kaufe ich dann nämlich immer. Und ja, Herbst und Winter kaufe ich eigentlich nie ein. Ich glaube, Frühling gibt es auch eine neue, oder? Ich weiß gar nicht. So. So, wir sind direkt zu den Boxen gegangen und wir haben wirklich jede Menge hier. Und das sind die 40 Liter. Würde so aussehen. Davon müssen wir einige mitnehmen. Was ist das denn? Zum Ausmalen? Ja, es ist zum Ausmalen. Davon haben wir aber noch einige. Davon haben wir wirklich einige noch. Noch mehr Sticker. Also hier Krokodil und Giraffe. Giraffe haben sie jetzt gar keine mehr da. Giraffe haben wir zu Hause nicht. Ich mag keine Spinnen. Weißt du doch, Schatz. Jetzt haben wir hier einmal Löwe entdeckt. Finde ich richtig gut. Und das, okay. Und einmal Elefant für die Melina. Nehmen wir mit. Und für Melina das. Meinst du? Nee, so eins haben wir wirklich schon. Komm, wir gucken weiter. Gucken gerade nach der Sitzauflage. Wir haben jetzt hier nur ja, so welche viereckigen gefunden. Rund wäre cool. So, wir sind bei den Elefanten angekommen. Ja, Carlos meint, ich weiß nicht, ob das meiner Mama gefallen würde. Ich mache jetzt einfach ein Bild und dann frage ich sie einfach. Ja, extrem voll.
zwei davon noch. Was brauchen wir noch? Was ist das? Was ist das? Das ist eine Badebombe. Die kannst du in die Badewanne machen. Wir hatten doch schon mal so eins und da sind auch so welche. Was ist das? Dann verfärbt sich das Wasser. Was ist das? Das ist auch so eine Badebombe. Was ist das? Ja, no. So, das sind die ganzen Kisten. Die Sachen, die wir gekauft haben, haben wir auch da reingemacht. Das heißt, wir haben die Tüte nicht gebraucht. Und das haben wir jetzt auch noch schnell geholt. Ja, wurde ein bisschen mehr wie einfach nur Milch. Wer hilft mir? Hier ist nur die Rechnung drin. Willst du das so mitnehmen? Ja, darfst du. Was da drin ist. Was da drinnen ist, da ist einiges. Also mit den Boxen, die ich jetzt habe, wir haben jetzt 5 Boxen geholt, habe ich erstmal genug zu tun die Tage. Die Sachen von oben erstmal runterzubringen. Achso, die... Boah, es ist hier so hell. Vielleicht so? Besser? Die wollen gerade den Kürbis holen. Den gab es jetzt, oder gibt es jetzt aktuell bei Action auch. Der Gianno meint nämlich, Mama, guck mal, den haben wir auch. Und dann meinte ich, ja, den haben wir auch hier gekauft. Und wo stellen wir den hin? Ach, den haben wir ja auch noch. Den haben wir auch schon seit Jahren, ne? Das ist Seite. Eigentlich wollte ich das auf die Bank machen, so schön. Nee, lieber hier, weil das regnet. Nee, eigentlich nicht. Die habt ihr, glaube ich, gesehen, ne? Habe ich jetzt noch für mich und Carlos mitgenommen für heute Abend. Wir haben nämlich an Chips... ich glaube wirklich gar nichts da und an Süßes ist eigentlich auch kaum was da. Dann lege ich mir mal hier hin. Das ein Stück dürft ihr davon essen, wenn ihr denn jetzt zum Mittagabendessen gut ist, ja? Hab diese zweimal mitgenommen von Haribo. Ja, wir sind auch schon in der Küche am Essen machen. Die Melina, das war der Stuhl, ne? Salat gibt es bei uns mit Fleisch. Was ist das denn für ein Fleisch? Butterzucker und Käse kommt noch da rein. Nein, nee, das basteln wir heute nicht. Sowas bastel ich halt gerne vormittags oder nachmittags nach der Kita. Ja, aber den machen wir noch nicht auf. Ne? Da haben wir jetzt einmal für die Melina einen Elefant gekauft und für den Gianno den Löwen. Mal gucken, ob die genauso schwer ist. Die sehen ein bisschen leichter aus. Die legen wir schon mal hier hin. Die anderen zwei hatte ich euch ja schon gezeigt. Ne? Genau, das kann man dann ja machen. Das hatte ich gerade schon für den Gianno gesagt. Das gibt es nach dem Abendessen. Ein bisschen, ne? Ja. Ich mache jetzt die Milch für Luisa fertig, dann bekommt sie die Milch. Ich roll dann die Wraps später ein. Gianno, kocht das. Gianno isst bestimmt auch eins. Die Melina, die isst auch, aber ohne halt den Wrap. Also die isst den Salat so und Fleisch auch. Genau. Reicht so? Mein Teller sieht jetzt so aus, wo ich zusammenrolle, wollte ich euch zeigen, wie es innen ausschaut. Salat ist dabei, Gurke, Tomate, Käse und Joghurtsoße. Das war es auch eigentlich. Achso, und Fleisch. Und gerollt sieht es dann so aus. Richtig gut. Ich wollte euch noch die Tierchen gezeigt haben, die wir mit den Kastanien gemacht haben. Wir haben einmal hier eine Raupe. Dann habe ich eine Giraffe gemacht. Der Gianno hat mir nachgemacht, auch eine Giraffe. Dann haben wir noch ein anderes Tierchen. Ich weiß nicht, was das sein soll, ein Schaf oder was. Oh, die Luisa. Und dann haben wir noch eins, das hat der Carlos gemacht. Was soll das sein? Ist das meins? Das ist deins. Das stimmt, da vorne, ja. Da vorne. Was ist das? Der sieht auch freundlich aus. Es ist... Eine Raupe. Eine Schlange?
Oder eine Raupe? Du hast gesagt, das ist eine Raupe. Denn wir wollten eine Raupe machen. Da hat der Carlos halt das hier gemacht. Also diese Raupe. Und dann habe ich gesagt, also den habe ich dann mit Melina oder was gemacht. Meint ja, eine Raupe würde ja so gehen. Ne? Das ist gerade, wo ist der Fokus? So, jetzt sieht man es besser. Fokus liegt bei der Raupe. Und das ist Carlos Raupe. Die ist richtig süß. Guck mal, wie nett sie schaut. Die guckt richtig freundlich. Meine ist einfach nur müde. Ja, dann noch so vereinzelte Sachen, was Jano und Melina gemacht haben. Wir so und so. Sie hatten auf jeden Fall Spaß. Die können auch alle stehen, die Tierchen. Wenn es gerade nicht so ausschaut, aber das können sie. Ja. So, ich habe mich jetzt hier auf den Boden gepflanzt. Und hier sind die Boxen. Also waren jetzt insgesamt 5. Haben gekostet je 5,72 Euro. So. Und die Deckel, die waren schon dabei. Genau. Die hatten jetzt auch noch andere da gehabt. Ihr habt ja gesehen, die hatten wirklich jede Menge von solchen Boxen. So verschiedene. Die hatten auch noch andere mit so schwarzen Deckel. Die waren schon dran. Die waren so schwarze, wo man diese halt so zugemacht hat. Und an der Mitte haben die dann so. Die waren eigentlich nur aufeinander gelegt. Genau das war's. Nur, wieso ich mich für diese hier entschieden habe, ich habe dann vor Ort nämlich mal direkt getestet. Und zwar habe ich. Das sah aus. Da war der Carlos noch nicht da gewesen. Ich hatte jetzt nur das mal gesehen, was ich da bei Action gemacht habe. Und zwar habe ich bei Action die Kiste komplett gemacht. Das heißt, jede Kiste hatte da, also wenn es jetzt nur bei 3 gemacht, die Box hatte die Kiste, den Deckel drauf. Und dann habe ich die versucht, so aufeinander zu stapeln. Verstehst du, Mur? Es gab so andere Kisten mit so schwarzen Deckeln, die schon dran waren. Und ich war mir nicht sicher, welche ich kaufen soll. Preislich waren es genauso viel. Aber ich habe die halt so aufeinander gestellt bei Action. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese hier aufeinander viel besser passt. Die anderen gingen nicht. Und versteht ihr, was ich meine? Also hier hat das ja nochmal so eine Lücke. Ja, ich würde erklären, ne? Und wenn man diese halt aufeinander macht, dann klemmt sich das hier, hackt sich das ein. Und somit kann man die auch aufeinander stellen. Das habe ich nämlich gleich vor. Wenn die Kisten dann oben sind, ist es dann egal, da müssen die ja nicht mehr aufeinander gestellt werden. Aber ja, wenn sie hier unten sind, werde ich schon so, dass ich, es sind ja nur 5, hätte eigentlich auch 6 kaufen können, hätte ich immer 2, 2, 2. Aber egal. So, wir oder ich möchte jetzt auf jeden Fall die erste Box schon mal fertig machen. Und zwar habe ich Sachen wieder rausgekramt vom Kleiderschrank von Luisa, was nicht mehr passt. Und guck mal, das ist eigentlich sehr viel, ne? So viel hole ich ja alle, weiß ich nicht, 6 Wochen oder was. Ich würde sagen, es ist jetzt schon das dritte Mal. Und dann dachte ich mir diesmal, komm, das geht erst gar nicht hoch. Das kommt direkt in die Box, genau. Für Luisa passt Luisa ja nicht mehr. Die Sachen sind jetzt sauber, die werde ich auch tatsächlich jetzt falten. Muss jetzt nicht 1A Picobello aussehen, aber die sollten schon recht ordentlich hier reingelegt werden. Ich habe jetzt zum Beispiel, also die Hälfte hiervon ist wirklich neu, wie zum Beispiel diese Schürchen. Als wir aus Portugal kamen, haben wir diese von meiner Schwiegermutter bekommen und die sind neu. Sie hatte nur allerdings den Kassenbon nicht mehr. Die waren auch nicht günstig und die passen einfach nicht. Die sind so hübsch, also genau solche Schuhe habe ich gesucht jetzt auch für den Winter. Die sind so hübsch, wirklich, also die gefallen mir so richtig gut und die passen einfach nicht. Die Luisa ist einfach zu groß. Wir haben ja jetzt auch demnächst wieder einen Termin. Aufgrund ihrer Größe, da wird sie wieder gemessen, gewogen und weil der Arzt ja schon beim letzten Mal sehr überrascht war, hat er so noch nie erlebt. Ich verstehe das auch nicht, dass ein Kind mit
damals, als sie beim Termin war, da war sie 4 Monate alt. Und sie hat eine Größe angezogen, was ein Kind normalerweise mit über 1 Jahr trägt. Ne? Und Größe 80 ist wohl 1 Jahr und 1,5 Jahre. Ich glaube, so war es ja schon richtig. Hier diese hübschen Hosen. Die hatte sie nie angehabt. Achso, das ist noch die 56. Die hatte ich vergessen zur Seite zu legen. Die finde ich ja richtig süß. Die ist ganz gelb und hier unten ist so ein Löwe drauf. Könnte man auch einem Jungen anziehen. Ja, ich werde das jetzt einfach mal alleine machen. Ich wollte nämlich das Video auch hier beenden. Und dann melde ich mich morgen mit einem neuen Video. Hast du den schon den Kürbis gemacht? Nee, stimmt. Weil wir so viel zu tun hatten. Sollen wir das noch eben machen? Wir hatten ja, wie ihr gesehen habt, Kürbis und dieses Skelett rausgeholt. Den haben wir jetzt aber nicht aufgestellt. Die Kinder wollten das unbedingt machen. Nur haben wir dann die Milch gemacht für Luisa und wir haben gekocht und danach haben wir gegessen. Und jetzt ist sie da für sich und irgendwie haben wir das gar nicht mehr gemacht. Machst du das jetzt alleine? Einfach. Ich? Ist nicht gut gekommen. Ja, aber wollten die Kinder das nicht auch machen? Ach, die können doch sowieso nicht daran. Ja. Die haben es ja schon reingebracht. Okay. Dann komm. Hatte doch schon das Video beendet. Ist ja nichts Besonderes. Dieser Kürbis, der macht auch Licht. Ach ja, stimmt. Der macht ja von alleine Licht, ne? Ja, du klickst okay drauf, dann hält er einmal, zeigt langsam oder ganz, ganz schnell. Schatz, du musst warten. Drückst du einmal, kommt Licht. Drückst du zweimal, kommt schneller Licht. Ich glaube, es geht gar nicht. Doch, der hatte eben Licht. Ah, ehrlich? Dann hast du den gerade kaputt gemacht. Ja, lila war's. Nee, das ist nichts. Batterie vielleicht leer. Eben ging es noch. Oder gehen wir mal zu einem dunklen Ort. Du hast es demoliert. Geht nicht. Tatsächlich nicht. Ach, egal. Der ist nämlich Melina eben runtergefallen. Ach so, vielleicht. Carlos hat den Kürbis da draußen gemacht und hier. Da hängt er. Irgendwer hatte doch immer am Anfang Angst gehabt. Wer war das noch? Gianno? Oder Melina? Was nicht Melina? Der Gianno? Der Gianno kam dann und meinte, Mama, der macht, Gesundheit, der macht komische Geräusche da draußen, weil er, wenn es windig ist, ist der immer halt gegen die Tür geknallt. Ne? Und drsch, drsch. Da kam der immer angelaufen. Total süß. Zu lieben. Dann lasse ich euch jetzt mal, denn ich werde jetzt weiterarbeiten und wir sehen uns morgen. Tschüss.